Ja, einen weiteren Rückkehrer haben wir da. Herzlich willkommen, Philipp Viertler. Philipp, schön, dass du wieder zurückgekommen bist. Ja, ich sage auch hallo. Schön, wieder da zu sein. Nach echt ein paar Jahre. Für die, die es nicht wissen, der Philipp war einige Zeit lang Kapitän der so erfolgreichen Dreiermannschaft an und dazumals. Und ich habe Aufstiege gefeiert, Meistertitel gefeiert sozusagen, unterklassig schon. Und ja, wie ist denn dann danach weitergegangen bei dir? Also ich bin nachher weggegangen nach Ziel, war der erste Schritt. Es war leider ein gutes Abenteuer, weil du bist nach Corona gekommen, hat sich die Mannschaft leider ein bisschen aufgelöst. Dann nach Corona ist da ja die Rückrunde im Frühjahr leider ausgefallen. Und dann im Sommer bin ich zu Schwarz gegangen. Da habe ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, war beim Bundesheer, habe nicht so viel Training gehen können. Und dann hat mir eben der Trainer von Delfs angerufen, der was dazu mal ein Ziel war. Der hat mich nachher nach Delfs geholt. Von da an habe ich noch immer gespielt, habe mich weiterentwickelt. Dann war ich 2 Jahre in Delfs. Und nachher bin ich einen Schritt nach Sils-Metz gegangen, dass ich Regionalliga West spiele. Und habe jetzt das Jahr hier oben verbracht. Leider durch einen Zwangsabstieg ist das alles jetzt in der Rückrunde ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vielleicht haben da und da mal ein paar Zentner gefällt, aber auf alle Fälle, es war eine lässige Erfahrung. Super Mannschaft, ja, und jetzt bin ich froh, wieder da zu sein. Du kommst aus der Regionalliga West, eine Liga, wo wir nachher am liebsten so schnell wie möglich hin möchten. Ja. Jetzt ist es ein Schritt zurück in die Regionalliga Tirol. Empfindest du es als Rückschritt oder als was empfindest du es? Ich finde das nicht wirklich als Rückschritt. Also wenn man da bei den Spielen von Wacker und generell die Atmosphäre sieht, es rundherum wie professionell gearbeitet wird, dann sehe ich das eher als Schritt in die richtige Richtung. Sicher ist jetzt noch eine Liga drunter, aber hoffentlich bleibt das nicht so lange und ich will mich einfach weiterentwickeln und das Beste geben da. Die Ziele des Vereins sind klar. Man tragt sich ja sehr offensiv nach außen. Man möchte in der Regionalliga Tirol ja, am Ende der Saison wieder ganz oben stehen, wie wir es jetzt in der letzten Saison gehabt haben. Ist das was dich als Spieler beflügelt? Ja, auf alle Fälle. Also ich liebe den sportlichen Ehrgeiz, deswegen bin ich auch hergekommen. Ich will, dass was weitergeht. Und natürlich gibt es nichts Besseres, als aufsteigen zu wollen. Von Woche zu Woche einfach die Leistungen bringen. Schauen, dass wir jeden so viel wie möglich Siege feiern und nachher gemeinsam das Ziel erreichen. Du bist Defensivspieler, um genau zu sein, Innenverteidiger. Genau, ja. Jetzt haben wir eigentlich ja, doch eine funktionierende Viererkette als solches. Es wird, glaube ich, gar nicht so einfach, dass man da reinkommt. Boah, ja, das schauen wir jetzt beim Trainingsauftakt an. Sicher, ist Defensive war, glaube ich, in den ersten Spielen habe ich eine lange 0-Serie gehabt. Generell gute Defensive, aber ich schaue, dass ich mich da einarbeite und dass ich der Mannschaft möglichst nachher mit meinen Defensivqualitäten auch weiterhelfen kann. Was sind deine Qualitäten, was sind deine Stärken, was siehst du da? Ich glaube, dass ich gut mit dem Spiel ablaufe, Spielaufbau ist eines von meinen Stärken. Und auch Stellungsspiel, Kommunikation auch, Leiteinteilen und ja, so versuche ich, die Mannschaft weiterzuhelfen. Wir haben halt 2 Kämpfe. Wir sind jetzt gerade im Fanblock des FC Wacker Innsbruck. Die Fans des FC Wacker Innsbruck sind legendär, sind einzigartig in Tirol. Das so weit kann man das sich ausgelernt. Du hast jetzt einige Jahre bei anderen Vereinen gespielt. Schaut man da auch doch immer wieder ins Tivoli und schaut, was da los ist? Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, das ist in Tirol einfach einzigartig, die Fankultur, was der Wacker hat. Und da schaut man natürlich hin, weil es einfach nichts Cooles gibt, wie von so einer Kulisse spielen zu können. Oder egal, ob es Leute zuschauen, es ist schon eine Atmosphäre, was einfach den Fußball beflügelt. Das Ganze rundherum und alles. Also richtig cool. Okay, Philipp, ich sage vielen Dank für das Interview. Danke für die Zeit. Schön, dass du wieder da bist. Alles Gute für dich. Danke, jedenfalls.